Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Die erste, Nummer 1, unsere erste exklusive, richtige Produktplatzierung. Ja, dieses Mal tatsächlich, denn wir haben etwas zugeschickt bekommen, was ich nicht selber gekauft habe im Prinzip, sondern zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich wurde angeschrieben, ob ich denn mal etwas testen möchte, eine Lampe, da ich so viele Pflanzenfilme mache und dementsprechend auch Beleuchtung hier habe für Pflanzen, ob ich nicht in der Lage oder gewillt bin, dementsprechend mal ein anderes Licht auszuprobieren. So, wir kennen alle diese viereckigen Dinger, ne? Diese Paneelen, diese flachen Teile, die du über die Pflanzen hängst, habe ich auch schon gehabt. Das war Murks, absoluter Murks. Erst fingen die LEDs an zu blinken irgendwann, dann wurde noch im Kommentar geschrieben, mach doch mal auf, reparieren. Nee, das mache ich nicht. So, als nächstes ist dann passiert, nachdem alles am Blinken war, dass mir der Stecker abgebrochen ist. Tatsache, das Ding, das du in die Steckdose steckst, klack, waren die Spitzen ab. Ne? Okay, weißt Bescheid? So viel dazu, das hatten wir schon mal getestet. Okay, jetzt werden wir das gemeinsam hier mal auspacken, das Päckchen, um mal zu gucken, was denn dann tatsächlich hier sich drin befindet. Ja, ich habe ja damals schon gesagt, ich würde gerne andere Beleuchtungen austesten, weil wir haben ja eigentlich eine, die sehr gut ist. Allerdings, ja, in der Handhabung, ja, ist schon gut. Nur so ein paar Sachen, die kann ich nicht regeln, was die Blüte angeht und solche Sachen. Und von daher, wollen wir mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Ihr könnt jetzt zwar noch gar nichts sehen. So, wollen wir mal gucken, was sich hier drin befindet. Oh, ich mach mal eben, oh, auf jeden Fall ein dicker, harter Karton. So, pass mal auf. Ach du dickes Ei. Okay, das sieht schon mal interessant aus. Ich hol's mal näher ran hier. So schaut das Schätzchen jetzt aus. Ja, sieht schon mal cool aus. Also, ne, von Optik her. So, gucken, hier haben wir Kabel drin und die Befestigung. Die Aufhängung im Prinzip. Aber da werde ich wahrscheinlich später noch eine andere besorgen, dass ich das in Höhe verstellen kann. So, wie kriege ich denn jetzt hier raus? Spannend. So. Oh, das Teil wiegt schon ein bisschen. Okay, das Ganze ist mit Lüftern dieses Mal hier in dem Sinne. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf, wie das Teil hier reagiert. Ja, was heißt reagiert, wie das dann dementsprechend für die Pflanzen ja gut ist, ne? Was wir damit machen können. Denn ich habe auch mit Zimmerbonsai noch einiges vor in diesem Jahr und da brauchen wir ganz einfach Beleuchtung, weil ich kann nicht tausende von Pflanzen an meine Fenster stellen. Und von daher werden die Pflanzen so positioniert, dass sie im Raum stehen oder in einer dunklen Ecke oder auch in einem dunklen Raum und hast du nicht gesehen. So, hier haben wir eine Beschreibung. Die ist in Englisch, aber es sollte jetzt eigentlich selbstredend sein. Wird auch nicht so schwierig sein. Von daher, oh Mann, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ach nee, ist auch in Deutsch. Okay, also die Beschreibung gibt es dann tatsächlich auch in Deutsch. Das ist schon mal gut. So, das war's hier. Mehr ist hier nicht drin. Jetzt sag, lass denn mehr nicht, ne? Der reicht ja wohl. Also da bin ich echt mal mega gespannt drauf jetzt, wie das Teil hier gleich funktionieren wird. Alter Schwede. Okay. Jetzt ziehen wir das mal eben ab hier. So. Ihr wisst ja, ich stehe auf blau, ne? War das jetzt Zufall? Oh Mann, das ist natürlich mega cool. So. Okay. Das ist jetzt das komplette Gerät. Also, ja, macht einen sehr stabilen Eindruck, ist auch vom Gewicht her, also das wiegt schon einiges, das Teil. Ja, CE-Zeichen ist okay. So, dann haben wir, ach, das kann man jetzt schon mal sehen. Hier kommt hier der Stecker rein für Stromanschluss. Dann haben wir zwei Schalter. Ne, die sind einmal für Flower, für Blumen, also wenn sie blüht, und hier für Veggie, das heißt also fürs Wachstum dementsprechend. Ne, also schon mal cool, Wachstum und Blüte. Das ist natürlich genial. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Warte mal, wofür ist das denn hier? Hier ist ja noch ein Stecker. Okay. Bevor wir das jetzt aufhängen, dann gucken wir mal, was wir hier noch machen müssen, ne? Außer das Gerät aufhängen. Lol. So, wir haben hier einen Karabinerhaken, wo wir dementsprechend 4 von diesen einhängen Karabinern haben. Das heißt also, wir werden überall einen positionieren. Das ist natürlich, jo. 450 Watt, ja, das ist schon ein bisschen was. 450, nehmen wir nochmal den, so. So, das war's schon. Welche Arbeiten müssen wir noch machen? Ja, gleich einschalten, weißt Bescheid. Und dafür brauchen wir natürlich Strom. Dazu stecken wir den Stecker hier hinein, das ist sehr stabil. Und auch der Stecker hier, der ist also wirklich, ja, der ist gut. Der ist also richtig stabil und fest, nicht so wie das andere Ding, was ich mal hatte. Das war also echt so ein Eierteil. So, okay, by the way,
hänge das Teil jetzt auf und schau mal, wie es denn dann leuchtet. So, das wunderbare Schätzchen hängt jetzt hier tatsächlich am Arbeitsplatz. Nur zur Demonstration natürlich, um euch zu zeigen, wie das Gerät funktioniert und welche Möglichkeiten es uns tatsächlich bietet. Ich habe es schon angehabt und ich bin mega überrascht. Ich habe das nur ausgemacht, damit wir hier das Ganze mal ganz kurz besprechen können, bevor ich es jetzt einschalte dementsprechend. Ich verrate noch nicht zu viel. Ihr werdet das jetzt im Laufe des Filmes noch sehen, was ganz wichtig ist, insbesondere für dieses Gerät. Als erstes werden wir es jetzt einschalten. Es gibt zwei Varianten, wissen wir ja schon. Einmal für die Blüte, einmal für die Vegetation. Kann ich auch beides nutzen, ganz klarer Fall. Und das werden wir jetzt einmal kurz einschalten, ausschalten, hast du nicht gesehen. Es kommt dann auch zur Wärmeentwicklung von der Lampe. Welche Wärme gibt das Ganze ab? Den Lüfter, was macht das für ein Geräusch? Und so weiter und so fort. Das werden wir jetzt erstmal gemeinsam machen. Boah, ich bin mega überrascht, weil ihr werdet gleich einige sehen. Oh, pass auf, fangen wir an. Wir schalten jetzt einfach mal Flower on. Ja? So. Dann hören wir jetzt natürlich auch den Lüfter. Der Lüfter hat einen riesen Vorteil in der Pflanzenanzucht, denn wir bekommen Luftbewegung in den Raum. Was wir bei den normalen LED-Paneelen, die wir bisher verwenden, nicht gegeben haben. Von daher muss ich zusätzlich Lüfter einschalten, um im Raum hier Luftbewegung zu haben. Diese Lüfter kann ich jetzt ausschalten, die brauche ich dementsprechend nicht mehr, weil hier tatsächlich rundherum Luftbewegung ist. Das ist ganz, ganz wichtig für die Anzucht von Pflanzen. Ne, ob Jungpflanzen oder groß, spielt keine Rolle. Luftbewegung im Raum ist immer ganz wichtig, auch um dementsprechend Schimmel vorzubeugen. Das ist schon mal eine mega coole Sache. So, als nächstes. Ja gut, ich habe so ein Gerät auch das erste Mal, deswegen bin ich so euphorisch. Ha, es ist so geil. Pass mal auf. So, jetzt haben wir dementsprechend Flower und Vegetation eingeschaltet. Beide Varianten dementsprechend. Das Gerät ist jetzt nicht viel lauter. Es werden, da laufen uns eigentlich beide Lüfter immer. Muss ich gerade mal gucken. Warte mal. Schalten wir einen aus. Ja doch, die Lüfter laufen immer. Okay. Ich dachte, jetzt würde erst der eine Lüfter laufen, dann der andere Lüfter. Nee, ist auch Quark mit Soße, ne? Von daher. Okay, also soweit ganz gut. Temperaturentwicklung kann ich euch schon mal verraten. Ich habe jetzt, könnt ihr es leider nicht sehen, lol. Moment. Da sitzen wir im Dunkeln hier, aber es ist angenehm warm. Pass mal auf, ich schalte jetzt mal einen ein. Das ist jetzt Flower, ne? Also für Blüte. Hier sind wir jetzt bei, gemessen im Abstand von 40 cm etwa. Bei knapp 5000 Lux, also ich habe einen Luxmeter liegen, 5000, jetzt schalte ich mal zusätzlich Vegetation ein und jetzt kommen wir auf einen Luxwert von 17.000, etwas über 17.000 Lux, also das ist schon eine ganze Menge, Abstand von 40 cm. So, das Ding hat 450 Watt, strahlt dementsprechend natürlich auch ein bisschen Wärme ab, man spürt das also, wenn man hier die Hand runterhält, ist richtig schön angenehm warm, richtig angenehm. So weiter runter man geht, umso kühler wird es natürlich. Hier unten liegen wir bei ca. 27 bis 28 Grad. Jetzt etwas kühler geworden, weil ich es gerade ausgeschaltet hatte. Also bei 28 Grad etwa im Abstand von 40 cm. Ne, umso höher man geht, umso wärmer wird das natürlich. Aber viel höher brauchst du gar nicht gehen. So, wir sind jetzt wie gesagt bei 17.000, 18.000 Lux etwa hier. Wenn das Ding hier unten drunter hältst, dann bist du bei 100.000 Lux. Ist natürlich Quark mit Soße, stellst ja keine Pflanze so nah an. Ne? An die Beleuchtung, ne? Aber dass man das mal so mit dem wie viel das Ganze richtig rausballert hier tatsächlich an Licht, das ist extrem wahnsinnig cool. So, Rotlichtgebung. Man kennt das ja von diesen viereckigen Paneelen, diese flachen Dinger, die da hinhängen, da hast du BÄM, der ganze Raum ist rot beleuchtet. Hier hast du es nicht, es wirkt zwar jetzt etwas rötlich, weil hier auch Rotlicht mit drin ist, aber nicht so extrem. Also wenn man reinkommt in den Raum, siehst du eigentlich eher weißes Licht. Ne? Also richtig helles, weißes Licht. Dementsprechend angenehm auch die Pflanzen dann zu beobachten, zu betrachten. Das ist also überhaupt kein Problem, die leuchten nicht, ping, ne, grelle Rot, sondern tatsächlich in einer angenehmen, schönen, warmen Farbe. So, das kurz dazu. Also, es strahlt Wärme ab, dementsprechend sind Lüfter ja dran, damit das Ganze gekühlt wird und die Lüfter produzieren hier eine Luftbewegung, was richtig genial ist und dementsprechend strahlt das Ganze auch Wärme ab hier. Das ist natürlich auch für Jungpflanzen sehr gut, insbesondere bei, ich sag mal, bei Pflanzen, die viel Wärme brauchen im Wachsen, in der Wachstumsphase, in der Anfangsphase, ist das natürlich genial gegeben. Das ist wie so ein Brutkasten im Prinzip, da strahlt richtig schön die Wärme nach unten ab. Also dort ist dann auch dementsprechend für die Keimung wesentlich besser für die Pflanzen zur Anzucht von Samen. So. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles erzählen soll, weil ich bin so begeistert gerade. Ich habe gerade mal gemessen, wir haben bei unserer anderen Beleuchtung, wir haben hier bei diesen LED-Paneelen haben wir etwa
2000 Lux, 3000 Lux, so in der Höhe, wo die Pflanzen stehen. Viele Pflanzen stehen noch tiefer, bei 500 Lux etwa. Für viele Pflanzen ist tatsächlich auch ausreichend im Raum tatsächlich. Aber zur Anzucht von anderen Pflanzen, dementsprechend, die richtig viel Licht brauchen, ist das natürlich eine richtig geniale Sache. Vor allem müssen wir mal gucken, wie weit wir den Raum ausleuchten können. Das habe ich auch bei den anderen schon versucht zu gucken, was möglich ist bei Pflanzen, die wenig Licht brauchen. Reicht es fast schon aus, wenn du sowas unter die Decke hängst, dann hast du tatsächlich fast schon den halben kompletten Raum bei 16 Quadratmetern ausgeleuchtet, also dementsprechend die Hälfte 8 Quadratmeter, kannst du tatsächlich Pflanzen, die nicht stark lichtbedürftig sind, im Haus pflegen, ne? Halten in dem Sinne, in jeder Ecke im Prinzip dann. So, aber zur richtigen Anzucht und Pflege für spezielle Sachen ist das hier natürlich wesentlich besser geeignet. Gut, Geräuschkulisse, muss man ganz klar sagen, Lüfter machen Geräusche, ist ganz normal, ne? Sollte man ja auch von ausgehen. Gut, ich würde mir sowas jetzt nicht unbedingt ins Schlafzimmer hängen, logischerweise, ne? Aber Wohnzimmer beispielsweise ist kein Problem, da kannst du auch in der Fernsehen gucken, kannst das Ding einfach mal ausmachen, ist noch auch nicht das Problem. Man muss die Pflanze nicht dauerbeschallen, beleuchten in dem Sinne, sondern man kann auch zwischendurch mal eine Ruhephase einlegen, wenn du Fernsehen guckst, machst das Ding einfach aus und gut ist, ist nicht das Problem. Kannst du später wieder anmachen und machst einen Timer dran oder wie auch immer. Das ist also, da gibt es viele Möglichkeiten. Also von daher ist das von der Geräuscheentwicklung eigentlich, ja, ist auch eine Gewohnheitssache. Ne? Gut, jetzt wird der direkt davor sitzt, natürlich ein bisschen Banane, ne? Ganz Blam-blam irgendwann. Aber ich sitze hier ja auch nicht den ganzen Tag, das Ding hängt ja auch nur zur Demonstration. Das kommt dann dementsprechend woanders hin, wenn wir später mal sehen, was wir dort für Pflanzen drunter stellen können, möchten. Wir müssen natürlich einiges ausprobieren, ganz klarer Fall, nicht wahr? Insbesondere auch was Gemüse angeht. Also da verspreche ich mir einiges von. Ja, das wäre mega cool, wenn das dann richtig funktionieren würde. So, ich muss mich mal kurz sammeln, weil ich finde das Teil so mega geil, vor allem auch von der Qualität. Das ist richtig stabil. Ach, oh, pass mal auf, stabil. Das Teil hat natürlich auch heute hingelegt, Mann. Ja, ne, kommt davon. So, wir haben jetzt 450 Watt, das Ganze wiegt 2,7 Kilogramm. Also wenn du das Teil anhängst, nimm dir auch eine zweite Person mit, die das hält. Und der andere hängt das Ganze ein, dementsprechend installiert das Ganze, weil 2,7 Kilogramm ist schon ein bisschen Gewicht. Ne? Die gibt es in verschiedenen Größen von 300 Watt bis 1200 Watt. Und bei 1200 Watt bist du schon bei 8 Kilogramm. Ne? Das ist schon ein bisschen Gewicht. Und dementsprechend musst du auch die Aufhängung an der Decke oder je nachdem, wie du das installierst, dementsprechend auch, ne, dafür da parat haben. In dem Sinne also nicht nachlässig sein, nicht, dass das mal runterfällt oder so. Also da muss man auch so ein bisschen drauf achten. Aber wie gesagt, Qualität bin ich begeistert von, stabil. Lichtgegebenheit ist genial, Wärmeentwicklung ist cool und so weiter und so fort. Nun ja, was uns das im Laufe der Zeit bringt, das werden wir natürlich gemeinsam beobachten, sehen, denn dafür ist unser Kanal ja da, nicht nur ein Produkt mal zu zeigen, auszupacken und hier, guck mal, hast du gesehen, sondern wir werden das Gerät beobachten mit Argusaugen, weißt Bescheid. Ja, das ist mega cool, ich bin so begeistert davon. Mann, ja, so, herzlichen Dank nochmal an die Firma, die mir das zugeschickt hat, die mich übrigens auch angeschrieben hat, also ich habe die nicht angeschrieben, sondern die hat mich angeschrieben. Ja, so kann es gehen, nicht wahr? 1, 2, 3, haben wir eine vernünftige Pflanzenbeleuchtung. So, oh Mann, das wird mega cool. So, ich muss mal kurz sammeln. So, jetzt willst du bestimmt auch mal die Glühbirnen, wollte ich gerade sagen. Die LEDs, die möchtest du jetzt mit Sicherheit auch sehen. Welche wo platziert sind, wie das Ganze geht. Ne? Pass auf, wir schalten jetzt allererstes mal Flower an. Ja? Also für die Blüten. Das schaut jetzt so aus. Dann schalte ich das jetzt mal aus. Ich meine, du kannst jetzt, die, ne, wenn du irgendwas mit Lampen kannst, du mal eben zählen, wenn du möchtest. Okay, so, kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt die für die Vegetation, die Beleuchtung. Die schaut so aus. Das Ganze schaut aus wie so ein Sternenhimmel, nicht wahr? Okay, und dann schalten wir jetzt mal beide gemeinsam ein. Ja, und somit haben wir dann auch alle LEDs jetzt eingeschaltet. Ja, ist schon cool, so zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Schauen wir uns mal kurz die LEDs an, dass man die auch mal sehen kann. Für die, die das interessiert, wie das Ganze ausschaut. Ne? Also es sind keine 0815 LEDs. Also es sieht schon cool aus. Also das hat, ja, das hat schon ein bisschen was. Okay, bei Lebensdauer und dergleichen werden wir dann dementsprechend natürlich bei geraumer Zeit sehen, wie das Ganze. Ich schalte mal eben noch mal kurz ein. Gucken, ob wir das sehen können. Blink, lol, siehst du gar nichts, ne? Blink. Ja, ist schon eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz wichtig, aber bitte hier nicht reinschauen. Ne? Okay, jetzt im Bild ist es nicht so schlimm, aber ich meine in der Realität. Das ist also ganz gefährlich für die Augen. Niemals direkt in das Licht hineinschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay.
schauen wir uns noch mal ein paar Details an hier. Ich schalte mal eben den Lüfter ein hier, beziehungsweise die Lampe, lol. Und halte mal die Taschenlampe hinten rein. Dann können wir hier die Platte sehen mit den Aluleisten, die dementsprechend auch die Wärme ableiten. Schauen wir uns mal kurz, ich schalte mal wieder aus. So, damit man hier sich nicht vertun kann, sind die Schalter dementsprechend auch gekennzeichnet. Einmal hier mit Blümchen und einmal hier mit Blättchen, ne? Dass man das also nicht verwechseln kann. Das ist also sehr übersichtlich, da braucht man sich nicht überlegen, sondern sieht das sofort. So, drehen wir das Ganze mal kurz, und zwar, dass wir das auch mal just uns durchlesen können, sorry, was hier so draufsteht, okay? So, das ist alles selbstredend, ne? Kannst du durchlesen. Ist soweit, denke ich mal, verständlich. So, hier mal kurz ein paar Daten zum Durchlesen, und damit, denke ich mal, haben wir soweit jetzt alles durch. Also sehr gute Qualität, sehr stabil. Ja, das hat schon was. Nochmal ganz kurz hier zu dem Stecker. Ja, so kann man sich vertun, ne? Das Ganze ist ausgerüstet für verschiedene Stecker in dem Sinne, ne? Dass man da also auch andere Anschlüsse dran anschließen kann. Gut, wir brauchen das jetzt nicht bei uns, aber in anderen Ländern scheint das so gegeben zu sein. Von daher ist dann hier diese Steckverbindung gegeben. So, ne, sollte man vielleicht vorher mal durchlesen, dann ist man etwas schlauer. Ja, Anleitung, da steht nicht viel drin, außer jetzt dementsprechend die verschiedenen Modelle, die es gibt. Einmal 300 Watt, einmal 450 Watt, das ist die, die wir jetzt haben hier. Das ist also, ja, das Teil hat schon was. Dann kann man auch mal die Maße hier ablesen dementsprechend. Ja, das gibt es dann noch mit 600 Watt. 900 Watt und 1200 Watt, und der hat dann tatsächlich also ja auch schon mal 8 Kilogramm. Ne? Ja, also ist schon sehr gute Qualität, kann man nicht anders sagen. Okay. Produktplatzierung. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das Gerät zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das Gerät, ja, das, die Pflanzenleuchte, Pflanzenlampe, das Pflanzenlicht in dem Sinne. Und ist schon mega cool, jetzt mal so einen Vergleich zu haben zu den LED-Sachen, die ich vorher hatte, und jetzt zu dieser Sache hier. Also das ist echt schon ein Burner, ne? Kannst du bald schon sagen, Brenner in dem Sinne. Also da bin ich mal gespannt, was wir alles damit machen können und vor allen Dingen, wie die Pflanzen darauf reagieren. Vor allen Dingen Pflanzen, die viel Licht brauchen. Insbesondere natürlich Pflanzen von draußen, die wir drin heranziehen möchten, wie Gemüse beispielsweise oder Bonsai-Bäume in dem Sinne, und hast du nicht gesehen. Das kann dafür sehr relevant interessant sein, und dafür lohnt es sich dann dementsprechend auch, sich sowas anzuschaffen. Ich sag mal so, für Normalpflanzen, wie wir jetzt hier haben, diese exotischen, hast du nicht gesehen, die mit diesem normalen Licht eigentlich zurechtkommen, ist das okay im Wachstum, aber andere Pflanzen, die gehen halt nicht so ab. Die brauchen etwas mehr Licht in dem Sinne, also doch schon ja, näher an der Sonne, in dem, wenn man so sagen möchte. Ich glaube, von daher haben wir jetzt diese Sonne dann dementsprechend. So, ganz herzlichen Dank nochmal an die Firma Meizi. Wie es genau ausgesprochen wird, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich finde es mega cool, dass die auf mich zugegangen sind. Das ist mal eine richtig tolle Sache. Vor allen Dingen ist ja nur etwas, was wir tatsächlich hier nicht nur gebrauchen können, sondern auch zum Testen dann dementsprechend da haben für euch. Denn wir werden das Gerät, wie gesagt, ganz klarer Fall weiter begleiten. Wo ich es hinhänge, was ich drunter stelle, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil ich habe so viele Sachen im Kopf, wofür ich das verwenden könnte, ne? Aber es muss sich auch lohnen vom Geld her. Und von daher müssen wir mal gucken, was wir dann tatsächlich angehen. Vielleicht doch als allererstes jetzt mal ein paar Samen, Anzucht für Pflanzen von draußen, die wir jetzt vorziehen möchten, dann dementsprechend fürs Frühjahr für draußen. Oder mal gucken, oder vielleicht doch für Bonsai, für Indoor-Bonsai. Ach man, es gibt so viele unendliche Möglichkeiten jetzt hier. Vor allem müssen wir mal ausgucken, wie lange wir tatsächlich das Licht anlassen müssen, um die Pflanzen ordentlich versorgen zu können. Also ich denke mal, von der Lichtdauer her wahrscheinlich nicht ganz so lang wie bei den anderen Pflanzen. Aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken, das müssen wir ausprobieren und testen gemeinsam. Und wenn ihr schon Erfahrung habt mit solch einer oder ähnlichen Lampe, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dementsprechend der Community auch etwas Gutes tun. Okay, dafür machen wir das ja hier gemeinsam. So, in dem Sinne, weiß Bescheid, winke winke, bis ganz bald im Reich der Pflanzen. Und es geht uns ein Lichtlein auf, das ist sowas von genial. Ja, das ist mega cool. Das ist also echt der Wahnsinn. So, jetzt aber.